Hier geht es um das Subtrahieren einstelliger Zahlen ohne Zehnerübertrag. Das heißt, du ziehst eine Zahl ab und du bleibst im jeweiligen Zehner. Zum Beispiel hier bei 45 minus 3 bleibst du bei den 40ern. Du siehst die Zahl 45, 1, 2, 3, 4, 4 Zehner, 5 Einer und 3 Einer wurden durchgestrichen. Wie heißt nun das Ergebnis? 45 minus 3. 1, 2, 3, 4, also immer noch 4 Zehner und 2 Einer. 42. Hier wurde die Zahl 46 dargestellt. 3 Einer werden abgezogen. Du kannst diese auch durchstreichen. Welche Zahl bleibt übrig? 1, 2, 3, 4 und 3 Einer, 43. Hier wurde die Zahl 49 dargestellt. 3 Einer werden abgezogen. Streiche sie durch. Welche Zahl bleibt übrig? 1, 2, 3, 4 und 6 Einer, 46. Hier wurde die Zahl 48 dargestellt. 2 Einer werden abgezogen. Welche Zahl bleibt übrig? 1, 2, 3, 4, 4 Zehner und 6 Einer, 46. 59 minus 3. Ich ziehe 3 Einer ab. Was bleibt übrig? 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Einer, 56. 67 minus 1. Ich nehme einen Einer weg. Wie heißt die Zahl, die übrig bleibt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Immer noch 6 Zehner. Und 6 Einer, 66.